So, jetzt brechen wir nach Kursk ein, um in den Waffenfabriken uns zwei Panzer zu holen. Gut, wir haben wieder aufgestellt. Ja, er warnt uns hier davor, dass es nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt. Müssen wir mal gucken. Hier wäre die zweite Waffenfabrik, hier ist die erste. Mal sehen, ob ich es dann noch schaffen kann oder nicht. Ich würde schön vorsichtig machen, aber mal schauen, sag ich mal. Ich habe jetzt gar keinen Flak, weil er eigentlich sagte, dass wenig Flugzeuge unterwegs sind. Hier im ersten Blick sieht es aber nicht wenig Flugzeuge aus. Aber gut, jetzt habe ich keinen Flak. Da ist es halt, wie es ist, gell? Ja. Das war jetzt ein ganz kleines bisschen ungeschickt. Also ich dachte jetzt, dass ich den hier wegschießen kann. Ja, das dachte ich halt, aber kann man jetzt nur versuchen, den noch zu zerbomben. Ja, aber kein ganz großes Problem, aber den einen Bomber. Ja, ist jetzt die Frage mit den Flaks. Was teurer ist, ob ich die Flak ein oder zwei Jäger abschießen lasse und dafür alle Jäger vom Himmel hole oder eben das vermeide und dafür zu schießen die Jäger aber und Bomber meine Einheiten. Insofern bin ich mehr dafür, den Flakbeschuss zu riskieren. Ist ja nur die kleine 37 mm Flak, die ist vielleicht noch nicht so gut. Langsam hat man es aber auch mit starken Jägern zu tun. Hier, die Jakovlev ist noch nicht so gut wie die Deutschen, aber hat dann auch schon 4 Sterne und das geht dann nicht mehr mit null Verlusten ab beim Treff. So, womit fangen wir an? Hält 4. Das war nicht wie geplant, muss ich gestehen. Das war gar nicht wie geplant. Eieiei.
Wie sieht's da aus? Machen wir erstmal hier. Dann Postzeichen. Erster Artillerie. Angriff, das ist gut. Bei Artillerien ist das gut. Bewegung ist noch besser, aber die gibt es sehr selten. Angriff plus 1. Ja, bleibst du einfach so stehen, ne? Jo. Das passt soweit. Ich weiß ja auch nicht, wo jetzt noch Panzer dann auftauchen sollten, deswegen. Hier, ne, hier brauchst du gar nicht nach vorne zu gehen, da kannst du gleich stehen bleiben.
steht dann die Front überall. Fertig. Teuer. Mäßig teuer. Dann die Flieger sich natürlich zurückgezogen, die Angeschossenen. Ja, du kannst jetzt nur zurückziehen. Was zurückgeht, ja. Im Prinzip. Sehr gut. Ah, die sind schon sehr verschanzt, das muss man leider sagen, ja.
dort stehen, ja. Naja, dann machst du noch mal eine Runde und dann geht's weiter. Du musst vor allem in die Mitte. Cross clear. Das ist vor allem am Anfang. Flak. Jo, passt. Rückzug. Sehr gut. Sehr gut. So, wie schaut's jetzt aus? Na, erstmal hier. So.
passt so sehr. Naja. Ist aber hier auch hinten, hä? Eine Scheiße. Reparieren. Was anderes sehe ich da nicht jetzt. So, das passt schon mal. Das passt schon.
Also hier ist der Widerstand recht heftig, während ich an allen anderen Stellen eigentlich gut vorwärts komme hier. Schauen wir noch mal in die Luft. Gut. Ich sag mal, das kannst du dir nur nutzen. Ist auch nicht so einfach. Held 4, wo ist denn der Held 1? Wo ist denn mein Held 1? Ich habe ehrlich die Hoffnung, wenn das dann der Anfang gemacht ist, dass dann keine Befestigungen mehr sind oder nicht mehr so große Befestigungen sind. Habe ich ehrlich gesagt die Hoffnung ein bisschen. Ja. Panzer aufklären. Die Hoffnung ist auch nicht ganz trügerisch. Ich denke, die Hoffnung trügt mich nicht.
Gedanken. Oh, ich probiere es mal hier. Ja. Ja, der KV85, ich denke. Dann bleibst du immer stehen. Du hast nicht viel Zeit, das stimmt. Angriff plus 1, 842, 2.
So. So. Ein Mist ist das.
er ist nicht schön, aber ich meine, irgendwie muss man ja trotzdem durchkommen. Und bevor der festig bleibt, sind vielleicht selbst drei Tiger nicht zu teuer. Bei dir im Feld dann 400 Zacken kosten. Ja. So, sechster Zug. Ist die Frage. Er schießt die Artillerie wieder hoch. Ja, sparen wir mal das Geld, ne? Dritter Jäger. Ja, der Kovlev. Held 4, los. Krass, ja. Das ist wirklich krass. So. Kannst du nur hoffen, dass die nicht noch kommen, denn dass der Jäger.
3. Och, ich denke, ich repariere mal. Genauso wie hier. Also, der schießt immer schnell ab. Ach nee, komm.
Handschuhe und dann halte ich sie eben aus. Das war's. Das muss ich wirklich sagen. Er hat hervorragend verteidigt. Hervorragend, ja. So, Captain Dystani. Schauen wir mal. Wer mehr Schaden macht bei ihm. 8. 5. Naja, dann.
stark sind die motorisiert? Vier. Na, passt doch so schon, ja. Das passt doch hervorragend, ja. Also das passt hier hervorragend. So. Also 8er, ja, zieh ich schon weg. Ja, man sieht schon, dass selbst eine normale Front da recht teuer ist auf Dauer. Thank you.
ist auch jetzt sinnlos. Ich spare jetzt nicht nur das Geld. Ich repariere so sehr, wie es nötig ist, um meine Einheiten in guter Verfassung, in gute Verfassung zu bringen. Und ansonsten. Ja, der nächste. Mann, Mann, Mann. Das war's, Kollege. Thank you.
Also den habe ich vernichtet. Den hier habe ich fast vernichtet. So, 23:12. Das sollte jetzt die Beute sein. Na los. Okay. Na bitte. Da haben wir Beute 22, KV 85. Schon mit 50 Erfahrungen, auch nicht schlecht. Gut. Ich würde mal vorschlagen, ja. Josef Stalin 1. Doch nicht, hä?
Weiter Jäger. Bewegung plus 1. Zweite Auszeichnung, minus 22. Die drei großen Lieutenants abgeschossen. Jo. Die Lieutenants. Eigentlich ist es utopisch, aber musst ihr vielleicht auch nicht gewinnen. Es reicht dir vielleicht, den zweiten Panzer noch zu holen. So. Gut aus. Ja. Thank you.
Ja, kannst du einfach mal den Flughafen besetzen. Und schon haben wir kein Spritproblem mehr. Oh, du musst hier mal kurz innehalten, ja.
Recht. So, weiter geht's. Echt stark. Schwach, meine ich. Wie auch immer. Ist da nicht irgendwo ein Flughafen für mich? Echt kein Flughafen irgendwo mal? Gibt's doch gar nicht. Boah, dann ist für 50.
Ja. Hier ist doch ein Flughafen. Und dann haben wir doch einen Unsinn, ja. Zehn.
den neuen Zügen schaffst du das, ja. Ja, da müssen wir mal gucken unten. Das waren natürlich zwei derbe Verluste. Schade. Schade, schade, schade. Lovlia, Voronezh, Smolensk. Heute 18, Stalingrad. Ja. Schade. Naja, ich wusste es jetzt nicht, dass da noch einer kommt. Ich wusste es einfach nicht. Die hatten zwei gesagt. Ja, alles bestens. Ich wusste es einfach nicht. Thank you.
bisschen schneller. Wollte halt schnell vorstoßen. D. Angriff plus 1 bei 166,1. Zack. Nee, da wird es einfach noch zu.
Dienstleister, sag ich mal. Naja, dann für den. Für den hier reicht's. Aufkläre.
Fast zu weit. Passt doch. Ja, da brauchst du unbedingt noch mal. Gut.
Okay. Na, gucken wir mal. Ja.
So, hier reparierst du einfach mal. Bleibt da stehen. Oh Gott sei Dank, ja. Ich hatte Angst, dass die mir hier... Ich hatte Angst, dass die mir hier meine Dings zerschießen.
So. So nicht, ja? Irgendwoher. Irgendwoher kamen die. Aha. Naja, dann wende ich mich eben noch dort wieder. Macht ja nichts. Yeah.
Servus dann. So, wie schaut's aus? Kommt aus der zweiten.
angenehm. Gut, dann. Gut, noch zwei Züge. Schaffe ich sehr gut. Gibt ja praktisch nichts mehr. Ist recht. Ist recht. Ich gehe mal kurz wohin.
einen weg. Ja, passt schon soweit. So, letzter Zug. Letzter Zug.
Passt alles. Naja, haben uns noch besiegt, aber nicht mehr geholt.
Gut, Aufnahme beenden.